Herzlich willkommen zu Du bist. Heute widmen sich Anja, Timo, Max, Mel und Fabian dem Social Deduction Quizspiel Snakes. Bei Snakes versuchen die fünf Quizfragen möglichst richtig zu beantworten. Es sei denn, sie sind Schlangen. Dann versuchen sie die anderen insgeheim davon zu überzeugen, eine falsche Antwort zu wählen. Und so funktioniert's. Jede Runde werden geheime Rollen verteilt. Es gibt zwei Schlangen, zwei Menschen und die Manguste. Diese Rolle wird offen gespielt. Sie spielt an der Seite der Menschen. Zu Beginn jeder Runde wird eine Frage mit drei Antwortmöglichkeiten vorgelesen. Dann schließen alle die Augen und die Schlangen schauen sich geheim die richtige Antwort an. Anschließend öffnen alle die Augen und diskutieren in zwei Minuten, was wohl die richtige Antwort ist. Die Schlangen werden dabei natürlich versuchen, die Menschen und die Manguste auf die falsche Fährte zu locken. Nach Ablauf der Zeit steht das Entscheidungsvoting an. Pro falsch beantwortete Frage der Menschen oder der Manguste bekommen die Schlangen einen Punkt. Wenn man Mensch oder Manguste ist, bekommt man einen Punkt für alle SpielerInnen, inklusive einem selbst, die die Frage richtig beantwortet haben. Nach sechs Runden werden die Punkte zusammengezählt. Die falscheste Schlange wird dann zum Gewinner oder Gewinnerin gekürt. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu Du bist an diesem fantastischen Tag, an dem du dieses Video schaust. Es ist wieder Zeit für deine Lieblingsbrettspielsendung im deutschen YouTube-Game. Was gibt's da zu lachen? Alles. Auf nichts. Das ist seriös. Das eine seriöse Anmoderation. Unfassbar professionelle Anmoderation. Ja, würde ich auch sagen. Ja. An meiner Seite eher unprofessionelle Spielerinnen und Spieler. Jesus. Anja, hallo. Du kannst dich ja gar nicht mehr einkriegen. Was ist mit dir denn passiert? Es ist schon spät. Es ist schon lange wach, ja. Ja, es ist für uns alle die sechste Stunde, aber für ihn ist es immer die erste. Hier ist Timo. Guten Abend. Max. Hi, vielleicht zum zweiten Mal hier. Ich weiß es nicht, hab's vergessen. Und Mel. Definitiv erst das zweite Mal hier. Ah, also eine Runde voller Neulinge. Ich bin auch zum zweiten Mal da. Ja, Timo, es kann nicht immer nur um dich gehen. Ja. Ja, aber was auf jeden Fall auch das zweite Mal da ist, ist dieses Spiel. Nämlich Snakes. Und wir spielen das heute und wir haben soeben die Regeln gehört und deswegen würde ich gar nicht so lange damit Zeit vergeuden, dass wir uns jetzt aufhalten oder ihr mir von euren privaten Problemen erzählt. Wir teilen einmal die Charaktere aus. Einer Person hat mir seine Charakterkarte noch nicht wiedergegeben. Wahrscheinlich die von dir, die vor dir liegt. Das ist völlig richtig. Mhm. Dann würde ich die einmal. Ich habe heute wieder meinen Pullover an mit den viel zu langen Ärmeln. Das ist schlecht für. Ja, du wirkst so ein bisschen wie so ein Mönch, wie so Hochwürden. Ja. So eine Zonsur? Damit ist auch ist schlecht zu kochen. Das ist, kann man schlecht die Suppe aus dem Regal mitholen. Ja, du hast die Suppe dann am. Ja, ja. Okay. Kann ich nicht so machen? Das macht man nicht. Das ist so, gegen die. Ist nicht cool. Vielleicht ist hat nicht cool er genug. Keine schönen okay. Unterarme. Das stimmt auch. Da ist es passiert. Ich hab den gerade ordentlich gemacht. Nee. So. Die Manguste zeigt sich öffentlich. Ibims. Respektiert meine Autorität. Ja. Und die erste Frage, die wir heute behandeln, ist: Wie wurde Penicillin ursprünglich genannt? Weidenwasser, Schimmelsaft oder Kopfselterswasser? Und ich würde sagen, alle schließen ihre Augen. Alle haben die Augen zu? Yes. Yes, okay. Alles klar, ich drehe die Karten um. Die Schlangen öffnen ihre Augen. Und die Schlangen schließen ihre Augen. Und ich drehe die Karte wieder um. Und alle öffnen ihre Augen. Und wir haben ab jetzt, ich stelle einmal einen Timer, 2 Minuten Zeit, um zu diskutieren. Okay, was steht da jetzt nochmal? Weidenwasser, Schimmelsaft oder Kopfselterswasser. Ich würde sagen, Kopfselterswasser ist ausgeschlossen. Ja, weiß nicht, aber das ist so weird, dass es schon wieder geil ist. Ich meine, wann wurde Penicillin entdeckt? Irgendwie Anfang 20. Jahrhunderts. Die hatten wunderliche Namen. Ich würde mal Schimmelsaft, weil das ist so umgangssprachlich. Das könnte so ein TikTok ganz sein. Ganz kurz vielleicht für die Zuschauer erklären nochmal, was Penicillin ist. Für die Zuschauer erklären, nicht für Timo. Nee, für die Zuschauer. Das ist ein ganz tolles Antibiotikum. Ah, ja. Ich bin kein Arzt, mein Gott. Also das ist eine revolutionäre medizinische Erfindung gewesen. Seitdem werden wir alle älter und leben länger und so weiter. Ja, das ist okay. In tollen Sendungen, wie diese hier mitwirken. Ja. Ja. Robert Koch war das, glaube ich, der das vom Robert-Koch-Institut. Genau, der Robert. Der. Okay.
Also, könnte das was mit Weiden zu tun haben? Also ja, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, es gab ja da auch eine Serie, wo die das erzählt haben. Warte mal, aber Penicillin wurde gewonnen. Das hat doch irgendwas mit Kalb, mit irgendwelchen Organen in einem Kalb zu tun. Nee, also so OG, bevor es synthetisch war. Also ein bisschen, ja, aber bisschen ist wunderlich. Ich überlege halt mit dem, was das Zelta-Ding. Was ist denn Zelta? Ja genau, das ist doch eigentlich ein Sprudelwasser, aber das ist doch eine Marke. Kopf-Zelta. Aus aber dem Kalbs. Ob, ja, es ist, glaube ich, irgendeine ist nicht irgendeine Drüse beim Kalb aus. Ja, ich weiß nicht, ich bin kein Chemiker. Also ich glaube, wir haben nur einen Satz, dass A richtig ist. Wir haben nur einen Ansatz und das ist von Max, der meint ja irgendwas aus der Leber. Und Max ist ja vertrauenswürdig. Oh, und ehrlich gesagt. Und ehrlich aber gesagt, nicht schlau. Ja, nicht schlau, aber er rätselt sich hier was zusammen. Das Erste, was ich so damit assoziieren würde, wäre eher dann ja Schimmelsaft, also irgendwas Stinkendes, was aus der Leber kommt. Aber unsere Mangusto meinte doch gerade, dass sie das eher ausschließen. Also das Einzige mit einem Körperteil oder mit irgendwas Organischem ist ja der Kopf eigentlich. Das ist so eine typische dumme Schlangenantwort. Du hast eine Schlangenverteidigung. Ja, aber es könnte doch auch Weidenwasser sein, wenn du sagst, wie so ein Aufguss, wo man auch die kleinen Amöben. Oh. Okay. Diese kennst du aus dem Biounterricht? Kennst du? Biounterricht? Was so? Wo man diese kleinen so Mermaids, Kartoffeltierchen rausholt. Ja, wir müssen jetzt. Dann ist es vielleicht so ein Aufguss, so ein Ihr seid eh die beiden Schlangen, also komm. So ein Dingens. Boah, laber mich nicht zu, Timo. Mit seinen Mindgames, ey. Okay, wir releasen. Eins, zwei, drei. Ach so, sorry. Oh. 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 Und war ich so überzeugend? Habe ich gut gelogen? Das Witzige ist, ich wusste, dass du die Schlange bist. Ich habe zwischendurch vergessen. Ich habe gedacht, du bist die Schlange. Die andere. Das ist kein gutes Zeichen. Ich hab Timo als absolute Schlange gesehen. Deswegen habe ich gedacht, es kann nicht C sein. Aber Timo, der Liebste und Beste. So jetzt und wer hat jetzt gewonnen? Jetzt bin ich gespannt. Ja. Wir müssen jetzt mal gucken, was die Antwort ist. Ja, stimmt. Also, ist komm, eigentlich let's go. Klar. Oh, fick mein Leben! Oh, sorry. Rauspiepen. Ich hasse verlieren so sehr. Ich habe mich so gefreut, dass du direkt als erstes gesagt hast, das würde ich ausschließen. Ja, ich hab die Manguste. Wie sollen die davon überzeugen, dass ein Wunder der modernen Medizin fucking Schimmelfett nennen? Ja, aber das ist doch so typisch Schimmelsaft. Irgendwie. Es ist halt ein Pilz. Der Penicillin ist ein Pilz. Und Menschen sind so doof. Ich hasse Menschen. Okay, ich kriege einen Punkt. Nur du? Und ich nicht? Die Schlangen kriegen zwei Punkte. Entschuldigung, dass ich gerade so. Ich will natürlich jetzt auch gewinnen. Auch nichts machen. Eins, wer war Schlange? Anja? Yes. Und ich, Mel. Okay, dann gib die Charakterkarten wieder her. Bin ich nicht mehr Manguste? Nein, nicht mehr Manguste. Ich hab auch einen Scheiß. Okay, es war auch Let's face it. Du bist wirklich. Wenn man nichts weiß als Manguste, hält man auch einfach die Klappe, oder? Ja. Wow. Ja. Ich war nur für mich. Falls ich ist nicht Manguste eigentlich ein Fisch? Nee, eine Languste. Eine Languste ist was zum Njum, 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 Njum. Oh, lecker. Oh, richtig Schokoüsel. Vom Grill vor allem. Die Diskussion nicht schon in der ersten Folge, das safe gespielt wurde? Wahrscheinlich schon. Habe ich zum Glück nicht. Ey, habe ich ja noch 5 Minuten aus. Und wenn Eddie bei so einer bestimmten Frage, wenn irgendeiner so ein dummes Eddie-Mind-Game macht, das gab's auch schon. Ja, und gut. Was dem Spiel auch fehlt, das hatten wir, glaube ich, auch schon in der letzten Folge, ist einfach auch eine kurze Erklärung zu den Antworten. Weil ich finde, man ist jetzt so angefixt. Was ist denn jetzt eigentlich die Story dahinter? Ja. Und dass man jetzt irgendwie weiß, was steckt eigentlich dahinter. Ja. Zum Beispiel die nächste Frage betreffend. Was war einer der vorgeschlagenen Titel für Toy Story? Oh yeah. Oh. A Tale of Two Toys, Bedroom World oder Made in Taiwan? Okay, wer ist die Languste? Das ist ja eine geile Frage. Languste? Achso, das bin ich. Mel ist die Languste. Wir machen alle die Augen zu. Die Melguste. Die Melguste. Wir machen alle die Augen zu. Augen sind alle zu. Ja. Yes. Schlangen dürfen ihre Augen öffnen. Gucken sich die Antwort an. Schlangen schließen wieder ihre Augen. Ich decke die Karte wieder zu. Alle machen ihre Augen wieder auf. Und ich stelle den Timer. Titel. Jetzt die Frage ist halt, ist es vorgeschlagen oder ist es so ein interner Arbeitstitel? Also ich finde, das AT. Bedroom AT. Wirklich, na, was steht da? Bedroom World. Einer der vorersten ist halt ein bisschen AT. Langweilig. Nee, aber das würde ich mir schon vorstellen, weil das ja auch die ganze Zeit im Kinderzimmer oder im Zimmer ist. Also oder sind die nicht da im Schrank und so? Also ich habe den Film nie gesehen. Was? Was?
Us. Den habe ich damals im Kino gesehen. Als Kindheit. Tale of Two Toys wäre so ein richtig langweiliger Titel, so wie wenn man ihn in Deutsch übersetzen würde. Ja, das das könnte in so einem Corporate Board Meeting so, wie nennen wir es, oder damit wir es möglichst gut vermarkten können. Ich weiß nicht, ob sie das gewählt hätten, weil das klingt auch ein bisschen schlüpfrig und Amis sind ja tendenziell ein bisschen prüde Ehe. Ja, aber reden wir halt von einem Arbeitstitel, weil ich glaube, bei einem Arbeitstitel wird es schon einfach so ein normaler Random-Titel sein. Ich glaube nicht, dass sie da groß irgendwas schon kreativ überlegt haben, oder? Ja, eben. Ja, aber das hat der Fabian gerade gesagt. C finde ich zu politisch. Das AT, wir wissen es ja nicht. Wir wissen es, ich habe ja auch nur das. C eher ausschließen. Ja. C ist zu politisch für die anderen. Ja. Dann lieber was mit Bedroom oder so, keine Ahnung. Ja, und Bedroom, sage ich, die sind das, da kriegen die Schnappatmung. Ja, aber... Ist nur ein Arbeitstitel, das fand die vielleicht witzig. Toys. Das finden die witzig bei Pixar. Ist so sperrig. Ist das nicht der erste Pixar-Film? Oh, das klingt jetzt aber sehr, das klingt sehr schlecht. Ja, das sage ich auch. Das ist sehr sperrig, weil es würde wahrscheinlich auch irgendwas mit Two Toys Tales. Das weiß Anja nicht, aber es geht um Woody. Der Roboter. Und den anderen. Nee, der Cowboy und der Roboter. Ja. Ja. Ich hab's Gameboy-Spiel gespielt, aber ich kann mir nicht sicher, waren nicht, dass es um beide geht, erst ein Prozess, der im Laufe der Arbeiten daran entwickelt wurde. Sollte es nicht vorher nur um eine der Figuren gehen. Und jetzt kommt Fachwissen dazu. Okay. Ja. Also nicht zwei Toys. Haben wir denn den Timer schon? Ich finde, Toys sind auch ein bisschen schlüpfrig, ne? So an sich. 8 Sekunden. Also wenn man Bedroom. Jesus Christ. In Bedroom jetzt finde ich okay. Okay, Zeit ist rum. Ich finde es natürlich auch krass, dass hier manche Leute so sehr vehement Sachen so. Sorry, ich bin noch immer toll im Arbeitsmodus. Einfach alle platt machen. Ich werde die Leute vor den Monitoren nicht langweilen. Ich habe sowieso die richtige Antwort. Der Stuhl knarrt, hört man das eigentlich? Du hast sowieso richtige Antwort, aber was? So. So. Fassel. 3, 2, 1. Go. Bums Fidel. Ich war gerade, war ich die einzige scheiß Schlange? Okay, aber. Okay. Wenn die Schlange B gelegt hat. Dann sieht's nicht gut aus. Dann sieht's nicht gut aus für uns. C. C. Okay, krass. Okay, krieg beide 3 okay. Punkte. Dürfen die Schlangen eigentlich wissen, wer. Der andere. Na, das kriegen wir mit, wenn wir die Augen aufmachen. Genau, weil ich hab's nämlich nicht gecheckt. Ja, ich hab gesehen, da sind die Augen zu, also muss. Es ist erlaubt, klar. Es ist erlaubt. Mhm. Das ist smart. Aber ich hasse schlecht sein. Ja, ich bin doch dran. Aber ich hab echt gedacht, dass das zu politisch ist. Das kann nicht sein. Nee, also USA ist ja Taiwan Freund, aber China Feind. Deswegen hätte ich gerne mein B zurück. Okay. Eigentlich ist es ein super smarter Titel. Ja. Naja. Na gut. Ich muss das nochmal nachdenken, ob das wirklich so war, dass das ursprünglich mal nur um irgendwie eine Figur gehen sollte. Das prüfen wir nochmal. Ja. Das prüfen wir nochmal. Sonst. Wo ist der Judge? Okay. Wäre auch mal die Miezekatze jetzt sein. Nee, wie heißt es? Langus. Potato, Potato. Ja. Zack, 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 zack. Es tut mir leid mit dem Stuhl hier. Anja, wenn du es nicht die ganze Zeit erwähnen würdest, dann würde es niemanden auffallen. Okay. Ist so. Ja, ich weiß ja nicht. Aber es tut dir doch leid. Ja, zu Recht. Jesus Christ. Gut. Ja, ich habe schon die ganzen Kommentare gesehen. Was narrt denn der Stuhl die ganze Zeit? Bewegst halt auch so viel. Ja, ist so aufregend. Also. Ist ein quirliger Mensch. Okay. Ja. So. Wer ist die Languste? Wie lautet denn die Frage? Die Frage. Welchen Superman-Bösewicht gibt es nicht? Mikrowellenmann, das Faultier oder Mr. Mix? Also MXYZPTIK. Bestimmt irgendeine Nerd-Referenz, die ich jetzt nicht verstehe. Erstmal Augen zu? Erstmal Augen zu. Schlangenphase ist aktiviert. Alle haben die Augen zu. Auch aber du, Anja. Nee, ich will die Frage nochmal. Nee, auch du. Gerade du. Nicht Augen nackeln. Zu. Die Schlangen öffnen ihre Augen. Sieht die Antwort ganz genau an. Die Schlangen schließen wieder ihre Augen. Und alle öffnen ihre Augen. Gut. Also welcher, was? Ja, du solltest mal rausfinden, wie man das, Gottverdammt ausspricht. Ja, das sind halt alles. Mikro, irgendwas?
Das Faultier, Mr. Faultier klingt schon nach so einem Gag-Superhelden, der theoretisch existieren könnte. Ja, und diese ganzen, dieses Superman-Zeugs ist ja auch super, super alt, Mann. Gewachsen, albern. Also da gibt es schon viel merkwürdiges Viecherzeugs. Ja. Warum muss das eine DC-Frage sein? Bei Marvel hätte ich es wahrscheinlich sogar gewusst. Du weißt, dass das eine DC-Frage ist. Na klar. Ja, aber das weiß man bei Superman, dass der halt nicht Marvel ist. Das weiß man doch, oder? Wenn man das weiß. Hä? Natürlich. Ach so, das. Ah, okay. Es gibt doch ja, die Helden okay, von dem einen verstehe. Und die anderen. Gibt es Mikrowellenman? Also Timo? Spider-Man ist, Mikrowellenman. Nicht, ist Marvel. Der ist auch Marvel. Okay. Aber du musst es ja auf Englisch aussprechen. Ja. Microwave Man. Ah, safe nicht. Also, Sloth könnte ich mir vorstellen. Ja, Sloth ist so kurz und, kurz und knackig. Und aber Mr. Dings, guck mal, das ist doch auch, das ist so einer hier, der hat doch wahrscheinlich so einen osteuropäischen, russischen Namen, oder? Jesus. Und da sind die doch, der Superman wurde doch erfunden im Kalten Krieg. Naja, da war doch der amerikanische Supertyp und die Bösen waren noch immer irgendwelche. Ich weiß nicht, ich bin noch ein bisschen traumatisiert. Und Mister, die hießen noch immer irgendwas mit Mister. Ach, was weiß ich. Das Ding ist halt bei Mikrowellenmann, die Mikrowelle ist ja nicht die Superkraft. Die Mikrowellenstrahlen sind ja wahrscheinlich dann die Superkraft. Also was soll denn die Mikrowelle als Superkraft an sich sein? Vielleicht heißt er ja so, weil er so Strahlen benutzt. Ja, du hast das kann schon. Es ist der Mikrowellenmann, aber das klingt auch, wie ist denn der Design? Sieht er, hat er hier so Torso, kann man reinschauen. Wobei, ja, der hat vielleicht einfach nur Mikrowellen was zerstört. Aber heißen denn die Wellen in der Mikrowelle Mikrowellen? Ja. Oder heißen die Microwaves heißen die, das stimmt. Aber genau, was kannst du mit Mikrowellen denn machen? Wann wurden die überhaupt erfunden? Ja, doch, vielleicht gibt es die erst seit den 80ern. Ja, stimmt, wenn es sich nicht auf die Maschine bezieht, sondern auf die Wellen in der Mikrowelle, dann macht Mikrowellenmann wieder... Stell dir mal seine Origin-Story vor. Was hat er für ein Kostüm? Das würde mich aber wirklich mal interessieren. Ja, es ist bestimmt irgendwas Gerauschiertes drauf. Ich könnte mir doch vorstellen, dass Antwort C haben sie so reingepackt, weil sie wissen, okay, dir fällt aus dem Rahmen, wenn wir es abgelaufen, um uns auf die falsche Pferde zu locken. Aber... es könnte halt sein, dass es den wirklich nicht gibt. Ich habe auch diese Runde gar keine Ahnung, wer hier so ein bisschen schlängelnd unterwegs ist. Einfach nicht Timo, was sagst mein du? Gebiet. Nee, darf ich sage. Achso, stimmt, du bist ja. Du sagst. Ja. Ich sage, mir sind hier die Schlangen zu wenig aktiv gewesen. Deswegen ist es nicht Mikrowellenmann, sondern Antwort C. Ja. Geh ich mit. Also das klingt wie eine Schlange. Ja, Schlangen. Scheiße. Ja. Nein. Egal, komm. Ja, ich habe keine scheiß Ahnung. Das Delta, das hat mich noch ein bisschen traumatisiert. Okay, 3, 2, 1. Ich habe auch keine Lust mehr. Ich möchte eine andere Karte jetzt machen. Und die Antwort ist... Nein! Ah, well played. Aber wer hat die meisten Punkte gerade? Du, Anja, die sich am meisten über alles beschwert. Die am Anfang noch meinte, so, ich kann doch gar nicht lügen. Ja, ich bin auch ein bisschen überrascht. Also vielleicht bewerbe ich mich doch noch mal bei Werwolf. Ja, gut. Frau Streicher, sehen Sie dieses Video? Die nimmt das ab. Geht immer noch mal durch. Aber wir hätten es auch sonst falsch gehabt. Also VD hätte ja safe nicht getippt. Also, ja, wobei, ich habe kurzzeitig noch gedacht, das ist so ein bisschen zu... Ja, das kann ja jetzt. ...zu obvious... Ja. So, weil man als erstes denkt, ja, es gibt ja so Tierhelden und Feinde. Ja, eben, da gibt's doch alles, die macht. Ich hätte so auf dich gesetzt, so, dass du die Einzige bist, die überhaupt irgendwie sich da. Nee, wie gesagt, Marvel. Ja. Aber bei DC keine Chance. Ich habe zwei Cs, ich möchte tauschen. Nö, bei mir ist alles gut. Also, ich habe alles. Ne? So. C. Also, ihm fehlt auf jeden Fall ein C. Okay. Aber fehlt dir was? Nee, ich habe auch Schlange E habe ich. Jetzt guck doch mal, was hast du hier noch alles? A, B, C. Wer hat denn jetzt? A, B, C. Nee, aber ich hatte ein C zu viel. Okay, sorry. Okay, wer ist die Languste? Manguste, immer noch? Ibims. Na gut. Die Manguste. Max vertraue ich gerne. Das heißt, beweis das erstmal, nicht, dass du hier... Jesus. Ich vertraue dir aber gar nichts. Die ist so trollig. Ja, die schaut sie nur noch mit dem Arsch an. Ja, Mann. Was davon benutzten die alten Römer als Mundspülung? In Meerwasser aufgelöste Holzkohle, geronnene Ziegenmilch, menschlichen Urin. Ah, was ist alles möglich. Ich alles genau. Okay. Das sind wilde Typen. Mundspülung, alter Die alle schließen ihre Augen.
Ich drehe die Karte um. Die Schlangen öffnen ihre Augen, gucken sich die Antwort ganz genau und bringen sie sich ein. Immer tiefer, die Welt kommt unter ins Unterbewusstsein, da soll es bleiben. Ja, sie haben die Antwort gelesen. Jetzt schließen sie die Augen, verarbeiten das Ergebnis, lassen es sacken. Ich drehe die Karte um und alle öffnen ihre Augen. Fabian. Ja. Ja. Okay, warte, ich hab eine Meinung. Du hast eine Meinung? Du hast eine Meinung. Also ich finde wirklich, dass alles. Achso, erst Timer? Timer. Also, darf ich was sagen? Ja, natürlich. Also, ich weiß, dass es Zahnpasta mit Kohle gibt. Ja. Habe ich nämlich auch gedacht. Ja. Und es gibt voll viel mit Kohle jetzt. Wenn du so schmutziges Wasser trinken willst, dann filterst du das manchmal durch. Also du sollst ja, durch so ein Aktivkohle. Genau. Ja. Aktivkohle. Oder ja, beim Kiffen Aktivkohlefilter. Beim Kiffen Aktivkohlefilter? Ja, dann sehr beliebt. Ist ja jetzt erlaubt. Diese Sendung entstanden nach dem 1. April 2024 in Hamburg. Aber es stimmt, Kohle wird sehr viel für Filter und, ja, ich, und für mich, Reinigen. Aber ja, gerade deshalb ist das ja vielleicht eine naheliegende Erfindung von den Spielemachern. Nein, also so schlau sind die nicht. Nee. Also, was ist glaub, das zweite? Das Problem, was wir gerade haben, ist, es stimmen gerade 4 von 5 der Antwort zu. Nur die Mail nicht. Ja, nur Mel nicht. Tja. Ja, aber weil hier vielleicht, wenn 4 von 5 der Antwort zustimmen, dann kann sie ja schon schlussfolgernd nicht richtig sein, weil die Schlangen würden ja niemals mit deiner Logik der richtigen Antwort zustimmen. Aber wir sind ja auch ein bisschen verballert. Das heißt, muss ich ja auch merken, dass dann können wir jetzt schon mal die Holzkohle ausschließen. Nein. Weil Schlangen würden ja niemals zustimmen. Wir können aber mal alles andere nochmal besprechen. Wild Guess. Ja, Wild Guess. Wenn jetzt die, wenn Holzkohle die falsche Antwort ist, dann ist es ja nur schlau, dass sich einer von den Schlangen noch auf die Seite der, der Leute, die richtige Antwort haben, stellt, um die noch weiter dahin zu pushen. Wenn, dann kann ja jetzt Mel als Schlange einfach ganz easy sagen, nee, das ist falsch, das ist was anderes. Und wir laufen trotzdem ins Verderben. Aber das würde ja nur funktionieren, wenn es die Schlangen abgesprochen hätten. Es könnte auch jetzt so eine super, super eklige, unchristliche Antwort. Es könnte halt C sein. Ja. Könnte es sein, einfach nur, weil die Römer uns einen reinwürgen wollten. Aber was ist ekliger? Ja. Also der Urin oder die geronnene Ziegenmilch? Nee, aber die beides eklig. Ziegenmilch ist doch trinkbar, oder? Aber ja, geronnen aber nicht, das ist doch super eklig. Aber geronnen bedeutet also, auch nur, dass sie quasi ausgetrocknet ist. So geronnen, so zerronnen, sag ich und ja immer. Und das ist doch wahrscheinlich ekliger als, was ist das? Menschlich, das ist ja. Also nachdem in der letzten Folge mit diesem Spiel, die man sich auch unbedingt nochmal angucken sollte, auch bei einer Frage, die so unfassbar eklige Antwort mit dieser Toilette richtig war, würde ich hier auch eher auf die eklige Antwort tippen. Ja, aber Mel ist halt eine Schlange. Alles ja, das ist sehr ja sass. Das wir müssen eine Schlange sagen. Auf geht's, wir müssen. Oh, das ist mir zum Meta. Ich muss die Antwort nehmen, die einfach für mich die richtige erscheint. Ich will nicht unrecht haben. Oh, ich glaube, das ist richtig ekelhaft jetzt. Seid alle richtig eklig. So, und ich habe keinen Bock mehr, hier mitzuspielen. Hey, wir haben doch gut. Ja, aber trotzdem, ich bin immer die Schlange. Ach so, machen wir doch gut. Okay, du bist ein Schwein. Sorry. Ja. Ihr seid beide Schweine. Das war eine super easy Können wir mal ein bisschen darüber sprechen? Oh. Ja, Mann! Wir sind Schlangen. Hättet ihr mal auf mich gehört. So nämlich. Du bist einfach so, du bist so unglaubwürdig, wenn du versuchst, glaubwürdig zu sein. Das ist wie bei Werwolf, das so. Nee, ich kann ihr nicht vertrauen, sie will es einfach zu sehr. Aber guck, meine Logik war richtig. Es hätten ja nicht 4 Leute das. Ja, ja. 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 Okay, Mel kriegt einen Punkt. Dankeschön. Und Anja und Timo kriegen 2. Schön. Okay. Dann machen wir mal weiter. Ja. Dann kommt random Budi rein. Budi, wolltest du auch eine Runde mitmachen? Ja. Was glaubst du, wer am besten von uns lügen kann? Hier. Was glaubst du, wer der beste Lügner von uns ist? Dankeschön. Ja. Er glaubt Mel. Gut, spielen wir weiter. Das war nicht negativ. Nee. Die Punkte sagen übrigens Anja. Die Punkte sagen Anja. Ich bin, selbst, ich bin von mir selbst überrascht. Das ist ehrlich zu geben. Ja. Schäm mich. Du musst einmal Hallo in die Kamera gucken, damit die Leute nicht denken, wir sind verrückt. Hier da reingucken. Das ist der Real Booty. Der hat sogar einen Regenkehl für seinen Rucksack. Zeig den, Booty, zeig den. Zeig den Regenkehl für deinen Rucksack. Nein. Wir wollen den sehen. Komm noch ein bisschen rein. Da ist er. Geil. Das ist einfach komplett random. Das ist
Na egal. Okay, weiter geht's. Eigentlich würde ich Timo jetzt auch relativ hoch in der Lügendings. Ja, wir sind immer ein gutes Team. Abfahrt. Ja, ich bin die Languste. Manguste. Das bist du. Njam, njam, njam. Bin ich mal eine andere Rolle? Ich bin verschlechtert. Okay. Okay, lass uns mal. Ich muss mich nochmal sammeln. Ja, das alles, macht alles gerade ein bisschen viel zu viel Spaß. Viel, ja. Es ist viel. Es ist viel. Ich glaube, wir müssen die Runde gar nichts machen. Ja. Die Leute, okay. Die Leute stellen sich einfach selber ein Bein. Welches Spiel ist älter? Schach, Backgammon oder Go? Was zur Hölle ist Go? Das ist Pokémon Go? Nein, es ist ein chinesisches Spiel. Japanisch. Oder japanisch, Entschuldigung. Ja, ist es japanisch? Ja. Okay. Nein, Anja, nicht Pokémon Go. Das ist 2017. Auch japanisch, aber. Alle schließen hier einfach mal ihre Augen und halten mal einfach mal 10 Minuten ihre Fresse, okay? die Schlangen öffnen ihre Augen, ich drehe die Antwort an, die Schlangen gucken sich die Antwort an, lassen sie einmal in sich rein, raufsaugen, nehmen diese Antwort an, verinnerlichen sie und lassen sie nicht mehr los, denn jetzt drehe ich die Antwort wieder rum und wir können sie nicht mehr sehen. Alle öffnen ihre Augen. Hm. Ja. Also und ich starte mal den Timer. Ist älter. Also eigentlich am ältesten. Na egal. Ich glaub halt Go. Ja, aber ist Go, warte mal. Was ist ein Go? Ist Go japanisch oder chinesisch? Nee, Go ist japanisch und das ist quasi japanisches Schach, aber du spielst halt auf so einem Brett mit weißen und schwarzen Steinen und versuchst mit den Steinen. Ist gar nicht japanisches Schach. Japanisches Schach ist Shogi. Genau, aber Go ist eben auch so ein Strategiespiel auf einem Brett und du versuchst mit deinen Steinen Gebiete einzunehmen, je nachdem, wie du sie halt platzierst. Mhm. Und es ist meiner Auffassung nach krass alt. Und deswegen würde ich Go tippen. Habe ich als erstes gedacht, als ich gerade die Frage. Ja, wir können die anderen Bumsis einmal kurz deduzieren. Schach kommt irgendwie das aus ist dem jetzt nahestlichen. Ja, nicht. Also, Persien, ja. Iran. Also in den Mittelalter. Ja. Film spielen die auch manchmal schon Schach. Genau, da gab es das ja aber auch. Turm. Im Mittelalter? Ja. Die Persien ist ja super alt. Ja. Alexander der Große hat auch in Persien Rabatt gemacht. Auch davor. Ja, das stimmt. Ja. Okay. 753 in Essos Kalada. 753. Timo. Bei Backgammon weiß ich nicht so den Rücken. 333. Bei Backgammon weiß ich es nicht, aber ich weiß auf jeden Fall auch, dass es viel in so nahöstlichen Ländern gespielt ich hab noch wird. Ah, du bist hier die Dings, ja? Okay. Ja. Ich habe noch ein Argument für Go, warum ich glaube, dass es Go ist, weil ich habe einen Manga gelesen, in dem es darum geht, dass ein Junge, so in unserer Zeit, von einem Geist aus der Vergangenheit aus Japan besessen wird und dann der halt, weil er unbedingt weiter Go spielen möchte, quasi nicht zur Ruhe kommt und der Junge dann auch voll der krasse Go spielt. Aber wie alt war der Geist? Ja, sehr alt. Der hat so altertümliche Kleidung an. Okay, warte mal, ich kenne mich mit den ganzen Perioden da nicht aus. Sagen, Persien, wo kommt Back? Was ist, wo kommt Back? Das ist ja wahrscheinlich wirklich so 500, oder? Um. Nach oder vor? Ich habe gar keine das Idee. Ist jetzt die Frage. Das ist jetzt aber hier, Rom wurde gegründet 572. Das war, glaube ich, 753. Ja, ich glaube, das war 753. 753, Rom schlüpft aus dem Ei. Ah, Oh Gott, traumatisierende Latein. Okay, aber was hat Rom mit Backgammon? Hauptsache, wir haben das geklärt. Ja, ach. Du, ey. Nee, Mel wird nicht nochmal lügen, oder? Doch, ich glaube schon. Wieso nochmal? Ich war doch gerade Mensch in der letzten Runde und hatte die Antwort richtig, Leute. Budi hat's gesagt. Budi hat einen Kipp für seinen Rucksack. Budi würde niemals lügen. Nee, nein. Nee, ich mach mal was anderes. Du machst mal was, mach mal was anderes, Anja. Nicht immer hier Schlangen sein. Okay. 3-2-1. Ja, okay, dann haben wir es ja schon wieder falsch, weil dir offensichtlich gelogen hat. Stimmt. Ey, meine Fresse. Yeah. Ah, GG. Dankeschön. Wie geil. Aber das hätten wir auch doch wieder nicht. Aber das war ein Heimspiel für mich, weil selbst wenn ich Mensch gewesen wäre, ich hätte halt original gedacht, dass Goro die richtige Antwort ist. Alles, was ich gerade gesagt habe, ich hätte mich selbst überzeugt. Aber Manga-Geschichte hast du mich was überzeugt. Was deiner Geschichte war es gelogen? Nichts davon war gelogen. Ah, das sind die besten Lügen. Stimmt einfach alles. Das sind einfach die besten Lügen. Aber ja, der Geist das kannst du so mit super viel Selbstbewusstsein behaupten. Ich habe einen Punkt. Ja, du hast einen Punkt, ne? Ja, aber ich hab gewonnen. Und ihr beiden habt zwei Punkte. Ich war die Einzige, die richtig geraten hat. Ja. Auf geht's zur letzten Runde. Punkte, hast du schon letzte Runde? Ja. Schon Spaß, letzte Runde. Ich will weiterspielen. Vielleicht machen wir ja noch eine Bonusrunde. Ja. So, Ich kann ja auch einmal aussetzen, wenn ihr wollt. Den ganzen Fluch muss man eh super viel Schneider anlegen. Da liegt doch ein C. Ich bin's nicht. Ja, meins kann's nicht sein. Ich war die Schlange. Meins war's. Tja.
So. Kann ich freiwillig einmal die Katze sein? Sei die Katze. Das ist eine oh, das finde ich eine gute Frage. Ja, lass knacken. Erst Dings. Hat Timo die Antwort gesehen? Hast du die Antwort gesehen, Timo? Nein. Timo kann eigentlich auch gar nichts sehen. Ja. Das können wir an der Stelle mal zugeben. Bitteschön. Das ist das Letzte. Bitteschön. Lies ich gleich alles vor. Okay. Jesus Christ. Also, was ist Programm G? Ne? Am wertvollsten? Safran, weißer Trüffel oder Vogelnestsuppe? What? Das ist einfach. Das ist ja. Ich habe auch. Also ich glaube, ich bin übrigens der Mandrill der Wahrheit. Mandrill der Wahrheit. Wir müssen ja erst. Alle schließen die Augen und den Mund. Und die Nase. Die Nase. Die Schlangen öffnen ihre Augen. Und die Schlangen schließen ihre Augen. Alle öffnen ihre Augen. Okidoki, Safran. Was ist? Ich hätte auch Trüffel. Hä, Safran. Nee, Trüffel ist schon selten und dann auch noch weißen Trüffel. Safran, Programm. Also ich habe auch sofort. Safran kannst du hier im Edeka kaufen. Ich habe auch sofort. Ja, aber weißt du, wie teuer Safran? Also wirklich schon mal bei dem Edeka Safran gekauft? Aber weißen Trüffel kann ich hier doch nicht kaufen. Boah, du kannst es aber, du kannst 1000 Trüffelsoßen kaufen, oder? Ja, aber das muss ich ihm aber geben, dass das was anderes ist. Aber nein, überleg mal, wie Trüffel gehobelt wird übers Essen. Und Safran hast du so in so kleinen Fäden. Das machst du mit genau. Da empfehle ich allen, die durch die Nachtfolge mit Michel Friedmann und Christoph Schling sie wie in den Trüffel rum. Aber es ist eine andere Geschichte. Obwohl Safran ist zum Beispiel in orientalischen Ländern deutlich günstiger. Ich würde auch gerne einmal über diese Vogelnestsuppe reden, weil... Ja, das sind Schwalben, ne? Ja, die gibt's ja. Und ich weiß zumindest, ja, das dass... Das ist, genau, das, die bilden ihre Nester mit Speichel und die werden dann geerntet. Oh. Und... Ist das wie die Manga-Geschichte? Ja, die war übrigens auch da. Nichts mehr verkaufen. Nee, hat er recht. Also man holt sich dann diese Schwalbennester und genau, und das Ding ist, warum das wahrscheinlich sehr teuer ist. Nicht nur, weil das halt auch nur zu einer bestimmten Jahreszeit geerntet wird, wenn die halt gerade ihre Nester bauen. Die müssen, die werden per Hand... Auch was dazu sagt wahrscheinlich. Diese Nester werden per Hand von Unreinheiten befreit. Und so super kleine, mini, kleinen schwarzen Fleckchen werden mit Pinzetten daraus geholt. Warte mal. Ist weißer Trüffel... Nur kurz eine Frage. Ist weißer Trüffel echt... Den gibt's auch im Dunkel, aber weißer Trüffel ist der Shit. Ja, ist genau. Und der wird immer seltener, weil Klimawandel die am... Naja, aber ganz ehrlich, und wer erlaubt denn so Nester? Das ist ja wie Walfang. Ja, aber das gibt's ja. Das ist doch aber nicht von den Vögeln die Nester wegnehmen. Chinesen. Ja, aber deshalb ist es ja so teuer. Die essen die Vögel gleich. Das ist doch verboten, sowas. Also in China. Ich war in Italien. Ist das was Chinesisches? Ich möchte gerne meine Urlaubsgeschichte erzählen. Und da hast du Trüffel. Ich war in Italien und da habe ich mich tatsächlich ein bisschen über Trüffel informiert. Und das ist ja wirklich so, also ne, ich kenne mich mit den anderen Dingen einfach nicht aus. Das Einzige, wozu ich Bezug habe, ist, dass dafür werden Leute umgelegt. Dafür, dass die wissen irgendwie, wo diese Trüffel vergraben sind. Ja, das wissen auch nur ganz wenige. Ja. Das sind ja auch so. Aber ich glaube trotzdem Safran, Safran. Du hast so ein ganz kleines Fädchen. Ich glaube, Safran. Ja, bei Safran haben alle gesagt. Genau, allein bist du ein... Sorry, man. Bist du ein Gramm Safran hast. Also ich meine, wenn man hier jetzt ein Gramm Safran aufhäufen würde, hätte man schon ganz schönes... Genau, aber Vogelnest ja auch. Also ich bin zwischen Safran und Vogelnest. Ich denke aber noch durch der Seltenheit, der Knappheit, der Arbeit, die damit verbunden ist, glaube ich im Moment, dass Vogelnest eventuell... Weil die sind ja auch super leicht. Das ist ja nur so ein bisschen Vogelspucke. Ja, also wenn wir danach gehen, Safran... Aber Safran wächst ja einfach so. Dieses Vogelnesting ist dann wirklich deutlich seltener, weil der ja viel mehr Faktoren hat. Wir reden hier nicht, was am seltensten ist. Deswegen bin ich auch anti-Trüffel, sondern gleich. Ja, aber nicht zwingend. Oh Mann. Also ich habe. Das kann auch so ein Boomer wissen. Ach, scheiße. Das ist so klassisches Galileo-Wissen. Ich würde doch wissen, wenn es so eine Vogeldingens da gibt. Ich glaube, dass hier zwei Schlangen neben mir sitzen. Nein. Nee, du lässt das jetzt da! Nein, meine ich Fresse! Ich wollte das umdecken! Mein Gott. Mann, ey, du wolltest das zurücknehmen. Okay, 3, 2, 1. Sag ich doch! Schlangen! Das heißt? Ich habe noch nie von diesem Vogeldings. Gut. Ja, du hast doch noch nie. Ja! Ja! Nein! Ich hab gesagt, ihr müsst auf mich hören! Das sagst du jedes Mal! Also, das will ich mal sehen. Nein, Nest, selber schuld. Also einfach
Laubäste? Also nein, das ist Spucke. Die machen ihr Nest aus ihrer Spucke und dann wird das so voll aufwendig Unreinheiten noch anderes, befreit. Noch ein anderes Material. Also es ist wird nicht, es wenigstens frittiert oder paniert? Ja, oder ja. Also, es kommt irgendwie ein Süppchen rein. Ist ein bisschen, boah, das stelle mir schon ein bisschen eklig vor. Oh, ich hasse verlieren. Du, machen wir noch eine Runde? Ja, wir machen, ich würde sagen, ich werte einmal aus und dann machen wir eine Bonusfrage, okay? Okay. Okay. Also, wir haben hier 5, 8, 10, 12. Wir haben nicht so viel gucken. Wir haben 5, 7 und wir haben abgeschlagen 2. Also, auf dem letzten Platz bin ich mit 2 Punkten. Auf dem zweiten letzten Platz ist Max mit 5 Punkten. Und den zweiten Platz teilen sich Mel und Timo mit jeweils 7 Punkten. Auf Platz 1 ist die wunderbare Anja Ressa. Herzlichen Glückwunsch und großen Applaus. Vielen Dank, vielen Dank. Hat sich am unflätrigsten am Tisch benommen und hat. Ja. Das ist meine Strategie. Na gut, okay, wir machen eine Bonusrunde, würde ich sagen. Bonusfrage. Bonusfrage. Okay. Darf ich freiwillig dieses Tierchen mal sein? Nein, denn so funktioniert das Spiel nicht. Okay. Warte mal. Nicht schon wieder Toy Story? Hab die gerade gesehen. Schenk. Doch erzählt, dass du nicht lesen kannst, dass du nicht sehen kannst. Welcher dieser Babynamen ist in den USA vom Aussterben bedroht? Oh, spannende Frage, die du da rausgesucht hast, Fabian. Ich verteile einmal die Rollen. Der Babyname. Das wäre super lustig, wenn es C wäre. Oh, shit. Das ist... ich habe keine Chance. Ja, gut. Warte mal, was ich für ein Viech bin. Du guckst, genau. Du guckst erstmal gar nicht. Mann, nee, dieser Stuhl. Mangusto. Mangusto. Okay, Mangusto. Alle schließen ihre Augen. Die Schlangen öffnen ihre Augen. Die Schlangen gucken sich die Antwort an. Ganz genau. Mal jeden einzelnen Pigment dieses Ding. Und dann schließen sie wieder die Augen. Und ich drehe wieder um. Alle öffnen ihre Augen. Jesus. Okay, also Bart Simpson kenne ich, Lance Armstrong kenne ich. Ja. Gary Oldman. Der ist aber Brite. Oh. Ist ja egal, oder? Jetzt für die Namen. Noch für Gary. Nee, aber es geht ja um US und A. Aber genau, weil kann ja sein, dass die Gary Leute, dass der Bart Simpson sowas wie der Kevin ist, dass die Leute deswegen aufgehört haben, weil und Bart ist halt uralt. Also, ist das nicht durch die Simpsons? Ist das, glaubt ihr nicht? Aber das gleiche Argument. Es ist ja eigentlich nicht Bart, es ist Bartholomew. Also ja. Und die stehen noch auf ihr. Ist das sowas Biblisches? Die stehen noch auf ihrem. Bartholomäus. Die stehen auf ihrem biblischen Schatz. Oh ja. Kann natürlich auch sein, stimmt. Und weil halt eigentlich die Simpsons schon cool sind und Bart Simpson ja auch. Ja. Aber in die gleiche Richtung gedacht, Gary gibt es doch auch in Gedoped. Ja. Gary ist schon auch eher alt. Auch Lance, finde ich, klingt ein bisschen modern. Ja, aber das ist ja Name. Der berühmteste Lance, ist ein Doper. Genau, aber genau, dass das vielleicht am Aussterben ist, weil der gedoped hat. Und das Ding ein bisschen out of fashion. Ja. Out of fashion ist. Ja, eben, meine ich ja. Hm. Aber was, wenn du eine Schlange bist? Aber was können kann sein. Können die Leute gegen Gary haben? Ja, Gary. Gary ist einfach ein alter Name, so wie. Gary ist Gary. Aber ist das auch eine Aussterben Kurzform? Ich wüsste jetzt nicht, was man gegen Gary haben könnte. Genau. Also in Filmen heißen die Leute immer noch Gary. Du nennst doch, wenn du heutzutage ein Kind bekommst, nennst du doch nicht Gary. Ah, dann würde ich, ich weiß nicht. Den Amis ich würde es halt auch nicht Lance oder Bart nennen. Lance ist gleich wieder so militärisch, so irgendwas, so ein Pixel. Ich würde sagen Lance. Lance. Ich auch. Ja. Nee, ich bin bei Bart auf jeden Fall. Okay, dann bin ich nicht mehr bei Lance, weil Anja ist für Lance. Timo ist für, warte mal kurz. Okay, das ich bin für Bart und ich habe recht. Ja, ich bin auch für Bart. Nee, du, ja, gut. Das war auch mein erster Gedanke, Bart. Bart? Okay. Ja. Alles klar. So, jetzt fangen wir diese Mindgames an. Oh, Leute, ich habe gar keine Idee. Und ganz ehrlich, wenn 30, 20 schreiten, dann freut sich der Dritte. Ich habe meine Antwort schon gewählt. Okay. Okay. Na, das ist ja schön. Timer. Lance oder Bart? Oh, wir haben noch? Haben wir noch ein bisschen? Nee, aber wir machen einfach. Okay. 3, 2, 1. Oh, das ist interessant. Okay. Also, ich habe keine Schlange. Und ich habe einfach nur geraten. Was bedeutet das? Ich glaube, ich habe recht. Das,
Das ist doch schön, dass du noch einen Ehrenpunkt jetzt bekommen, ja, weil du warst ja eh hier am letzten Platz. Bist du nicht der letzte eben noch? Ja. Ganz hinten auch. Aber es ist er immer noch, aber es ist doch schön, dass er den Punkt bekommen hat. Ja. Das ist jetzt nicht so, dass die Schlangen gewonnen haben, weil ihr euch nicht einig werden konntet. Ja, jetzt im normalen Game. Wir würden jetzt zwei Punkte bekommen. Nicht in der Bonusrunde. Warte mal. Es ist eine fucking Bonusrunde, nichts anderes und es ist einfach auch. Jetzt egal. Einmal, okay. Schlag einmal Ei. Gut und okay. Schlag dir ein Ei drauf. Okay. Apropos Ei, lasst einen Daumen nach oben für dieses Format und geht auch gerne mal in unseren Rocket Beans Supporters Club, weil da könnt ihr dieses Format unterstützen, damit es noch lange, 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 lange lebt. Weil ich weiß, unter euch gibt es viele da draußen, für die zählt dieses Format als absolutes Lebenselixier, Stein der Weisen quasi. Und vielen Dank, dass ihr da wart heute. Anja, darf ich wiederkommen? Du darfst auch wiederkommen. Timo. Dankeschön. Max. Danke. Hast du sehr guten Einstand gemacht. Mel. Finde ich auch. Dankeschön. Ja. Spaß gemacht. Und lasst gerne einen Daumen nach oben, einen Kommentar, welche Spiele wir sonst noch so spielen, welche wir vielleicht nicht auf dem Schirm haben. Und bleibt uns gewogen. Und denkt immer dran, Gesellschaftsspiele. Super. Trumpf! Ja!